Die eigentliche Basis seiner Inspiration sind Leipzig und das Umland, Neo Rauchs Heimat, Nährboden und Kraftquelle seiner Kunst. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich aus der Ferne wieder eintrete in diesen Bezirk, in dem ich ja immerhin auch geboren wurde. Das ist vielleicht auch ganz entscheidend. Also die Esoteriker sagen ja sowieso, dass man dort bleiben soll, wo man geboren ist, weil einem dort die tellurischen Kräfte zuströmen, das von tief unten her und so weiter. Ja. Soweit müssen wir jetzt nicht gehen, aber vielleicht ist ja was dran. Schließlich kommen mir nur hier die besten Ideen. Szenen, von denen man gerne wüsste, an was sie erinnern. Mit einem von Neo Rauch in den Tiefschlaf gemalten Personal, umgeben von Gegenständen, hinter deren Gemütlichkeit das Unheil lauert. Eine Vertrautheit, die längst verweht ist. Bilder wie Gespensterstunden oder Szenen aus dem Schlachthaus des Lebens. Mit Jugendstilornamenten, als wären sie von Gustav Klimt. Aber was da genau passiert oder passieren könnte und wer hier noch Herr der Lage ist, ist schwer zu entschlüsseln. Der Bildraum ist Bühnenraum, in dem der Maler seinen absurden Szenarien freien Lauf lässt, die immer in der Umgebung der Wirklichkeit angesiedelt sind. Und die zweifelhafte Idylle wird bedroht von einem Vulkan, dem Vesuv vielleicht, Sinnbild der Gefahr und Zerstörung in der Malerei von Neo Rauch. Er zeigt uns, welche Risse durch die Gegenständlichkeit verlaufen, welche Abgründe sich im Grunde von Gegenstand zu Gegenstand auftun, wie wenig real das ist, mit dem wir im Grunde so selbstverständlich Umgang haben. Wie wirklichkeitsnah oder realitätsfern auch immer, in Neo Rauchs Gemälden steckt eine Erwartungshaltung und die gnostische Hoffnung auf Erlösung von den brüchigen Zuständen des täglichen Daseins. Wie vielseitig man dieses Bildpersonal auch deuten kann, es befindet sich im Wartezustand der vagen Hoffnung, dass etwas in es fahre und es aus der Erstarrung befreien möge. Das wäre mir willkommen, wenn dieser Eindruck entstünde, dass etwas in sie hineinfährt, wie eine Marionettensammlung, die leicht angestaubt auf den Spieler wartet. Das ist ja letzten Endes der Spieler, der an den Fäden zieht. Und sie sind natürlich, und das macht die Zwiespältigkeit der Situation deutlich, auch interessant durch ihre Verdrahtungen, an denen es sich ziehen lässt, für den dämonischen Zugriff. Nein, das ist nicht die Berliner Mauer. 2006 malte Neo Rauch das Bild Die Lage, die Zeit nach der Götterdämmerung. Was diese Mauer zu schützen hat, ist eine in Verrohung und Verrottung umgekippte Welt nach einer nicht definierten Katastrophe. Die Herren der Lage sind jene ehrenwerte Gesellschaft aus Jetztzeitmännern, die in mittelalterliche Rüstungen gezwängt geeignete Mordbrenner wären. Wer wollte vor diesem Gerichtshof der Dunkelmänner schon freiwillig um eine Aufenthaltsgenehmigung bitten? Landsknechte im Veitstanz, auch schon mal mit Frauenunterkleidern ausstaffiert, die einer Totenfratze huldigen. Was an diesem Bild irritiert, ist, dass niemand gefoltert wird und man dennoch ständig an Folterungen denkt.
und an die Zeilen des Dichters Paul Celan von dem Tod in den Lüften, womit der Tod in den Gaskammern gemeint war. Krieg, Tod, Zerstörung und das Elend. Für Neo Rauch ein zyklisch wiederkehrendes Muster der Geschichte. Ja, das sind ja eben auch alles archetypische Zustände. Konstellationen, die durch die Zeiten nahezu unverändert bleiben, die nur in neuer Gewandung wiederkehren und auch über alle Parteiungen hinweg. Da gibt es immer mal wieder eine neue Einfärbung, ein neues Emblem und letzten Endes erleben wir nichts wirklich Neues in der Hinsicht, nur dass unsere Lernfähigkeit seit eh und je sehr begrenzt ist. Bestimmte Stadien müssen anscheinend immer wieder durchlitten werden. Sie bahnen sich von weit her kommend an und rollen über uns hinweg und deformieren uns aufs Abscheulichste und hinterher sind wir dann eine Zeit lang klüger oder schlauer, aber von Weisheit keine Spur. Leicht zu übersehen, dieser Mensch im Gelände, in Farbverwischungen verweht. Natürlich denkt man DDR. Ein brandroter Himmel stößt auf das todbleiche Gelb der Landschaft, dominiert von einem Sendeturm in Stalins Zuckerbäckerstil und einer blockierten Landebahn, die bei fernen Plattenbauten endet. Arbeiten ab 1993, die ersten, die der Maler gelten lässt. Immerzu gibt es da ein Erinnern, nicht bloß an Weltgeschichte, auch an Kindheit, Popart und Comic. Das ist die romantische Position der Verweigerung. Sinnbilder allgemeiner Weltfremdheit, in Distanz zu Zivilisation und Technik. Was aber fasziniert an Neo Rauch, der lange im Westen als Retromaler belächelt wurde? Sicher die Beziehung zur Geschichte. Auch die Tatsache, dass er aus einer Ecke Deutschlands stammt, die wir ja im Grunde in unserem Bewusstsein, ich würde sagen auch in unserem Gefühl, irgendwie abgeschaltet hatten, dass für uns gar nichts mehr gab. Dass aus dieser Ecke, aus der Auseinandersetzung mit der dortigen Situation, mit der historischen Situation, mit der politischen Situation eine Malerei entstehen konnte, die sich völlig frei gegenüber Regimen und gegenüber Kunstismen zeigt. Einfach aus Mitteldeutschland. Es war eine Region, die von der ehemaligen DDR in Beschlag genommen wurde. Und auf diesem Territorium herrschten natürlich ganz besondere klimatische und sonstige Bedingungen, denen ich von klein auf ausgesetzt war. Und darauf nicht zu reagieren, das also in einer Form von figurativer Malerei, wie ich sie voranzutreiben versuche, auszublenden, wäre einfach unredlich und lächerlich. Ich würde ja ein Arsenal von Möglichkeiten, von Phänomenen auch, wir sprachen ja über Phänomene, phänomenologische Aspekte, von vornherein nicht erschließen, unerschlossen durchwinken, vergraben, auf Nimmerwiedersehen, wenn ich es nicht nutzte.